Hallo, ich grüße euch hier bei wetter.net. Ja, gestern war ja so einiges los in der Wetterküche und das nicht nur in Deutschland, sondern europaweit. Um mal ein paar Schlagworte zusammenzufassen, was wir denn gestern alles zu tun hatten. Einmal Sommerwärme, aber auch Sahara-Staub. Föhn war dabei, Hochwasser, Eisregen, Schneeverwehung, aber auch Dauerfrost und natürlich die hohen Schneemengen, wie hier auf dem Hintergrundbild, die gestern in Teilen Norddeutschlands gefallen sind. Die sind auf jeden Fall, ja, ganz besonders. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Heute Morgen konnte man sehr gut auf der Verkehrskarte von Google Maps sehen, wie man hier in diesem Streifen von Dresden bis ins Ruhrgebiet, aber auch in den Niederlande hier diese großen Probleme hatte beim Verkehr, beim Verkehrsdurchfluss, einfach aufgrund der hohen Schneemengen, die hier gefallen sind und mit den Schneeverwehungen. Wir sehen das auch hier auf diesem Bild nochmal. In Verbindung mit diesen sehr kalten Temperaturen ist dieser viele Schnee als Pulverschnee gefallen und der kann dann mit diesem starken Wind, den wir auch hatten, sehr gut verfrachtet werden, sodass sich zum Teil ja hohe Schneeberge auftürmen konnten aufgrund dieser Schneeverwehungen. Und das machte das Ganze nochmal gefährlicher und auch natürlich unberechenbarer, da man in einigen Bereichen dann fast keinen Schnee liegen hat und dann ja zum Beispiel am Straßenrand oder an leichten Hängen dann plötzlich 1 Meter Schnee. Vielen Dank schon mal für die Fotos, die uns hier von der Community auch zugeführt wurden. Auch hier ein Bild aus dem Sauerland, etwas weiter südlicher. Hier hatten wir nicht mit so viel Schnee zu tun, sondern hier war der Eisregen das große Thema. Über eine längere Zeit kam hier der Regen in gefrorener Form herunter, beziehungsweise ist hier an den Objekten gefroren und ja, so konnte sich überall eine teils dichte Eisschicht bilden. Ganz gefährlich das Ganze, dann sind die Straßen spiegelglatt, aber natürlich auch ein schön anzusehendes oder sehr interessant anzusehendes Naturphänomen. Weiter südwestlich, da war Schnee, Frost und Eis kein Thema, wie hier in Rheinland-Pfalz, aber Hochwasser am Rhein, das ist ja dort sehr verzögert und dort hatten wir in den letzten Tagen sehr viel Regen gehabt. Und hier ein Foto von meiner Kollegin Frau Polak, die gestern in St. Goar gewesen ist. Und ja, hier sehen wir, dass das Wasser da sehr hoch steht und leider wurden einige Orte so getroffen, dass da das Wasser bis zu den Häusern geht. Hier auch noch eine Aufnahme, die ich selbst vor ein paar Tagen gemacht habe. Hier in Bacharach am Mittelrhein, man sieht, das Wasser steht ziemlich hoch. Ja, und so hoch, dass einige Uferstraßen hier entlang des Rheins, aber auch an der Mosel gesperrt sind. Man sieht das auch hier wieder in Google Maps ganz gut eingezeichnet. Über viele Kilometer sind hier die Straßen gesperrt, deswegen das muss man dann groß umfahren. Und ja, Sahara-Staub, das nächste Thema. Hier ein Foto von einem Kollegen aus Innsbruck, das mir zugeschickt wurde. Wir sehen hier diesen Himmel mit diesem leicht rötlichen Ton. Die Sonne schimmert so etwas leicht hindurch, aber wegen diesem dichten Sahara-Staub in der Höhe, ja, da war es dann doch eher grau und trüb und das halt in dieser rötlichen Form. Und noch weiter nördlich, da wo es geregnet hatte, wie zum Beispiel auch im Rhein-Main-Gebiet, da war der Himmel zwar nicht rötlich gefärbt, aber dort war dann dieser Sahara-Staub in diesem Regen drin, sodass sich dann dieser Staubpartikel an Fensterscheiben und an Autos dann zu sehen war. Hier nochmal das Satellitenbild vom gestrigen Samstag. Wir sehen hier diesen leicht gelblichen Bereich. Das ist dieser Sahara-Staub, der hier aus der Sahara mit dieser kräftigen Südströmung zu uns nach Mitteleuropa geführt wurde. Dann hatten wir hier ja diese Wettergrenze gehabt, die genau über Deutschland lag. Hier fiel ja dieser kräftige Regen und da gab es ja auch diese unwetterartigen Ereignisse wie zum Beispiel auch den Eisregen und hier aus Nordosteuropa, hier ist es klar, hier haben wir dieses Kältehoch und hier drückte das dann mit dieser eisigen Luft dagegen. Wir sehen es auch sehr gut, diese hellen weißen Flächen, hier liegt überall Schnee. Und hier am Alpenrand, da konnte sich gestern Abend auch noch der Föhnwind durchsetzen örtlich. Vaduz in Liechtenstein hatte um 19 Uhr 18 Grad und auch noch bis Mitternacht hatten wir hier Temperaturen über 15 Grad gehabt. Also ein deutlicher Temperaturanstieg in kürzester Zeit. Und weiter südlich hier in Süditalien, in Palermo zum Beispiel, dort wurden gestern 26 Grad gemessen, also ein Sommertag, denn hier wurde ja sehr milde Luft nach Südosteuropa bewegt. Also von allem war was dabei gestern und ja, das war schon sehr interessant. Wir schauen uns die Großwetterlagenkarte dazu an. Wir sehen dieses Tief Tristan, das hier nach Südosten jetzt langsam abzieht, noch weiterhin vorderseitig diese sehr milde Luft versucht nach Norden zu bewegen, aber hier hält dieses kräftige Kältehoch dagegen. Wir sehen es hier in diesen blauen Farben. Und hinter diesem Tief, da kann diese kalte Luft jetzt auch immer weiter nach Süddeutschland vordringen. Hier kommen noch ein paar weitere Tiefs, die in den nächsten Tagen versuchen, dann noch dagegen zu halten. Aktuelle Modelle sehen es aber so, als dass sie das nur sehr vergeblich schaffen und höchstens im äußersten Süden und Südwesten noch mildere Temperaturen bringen. Ansonsten setzt sich dann immer mehr die kalte Luft in Deutschland durch und bleibt nicht mehr nur im Nordosten hängen. Wir schauen uns die Temperaturkarte für heute Abend an. Die Schneefälle hier in der Mitte, die lassen dann langsam nach und das Schneegebiet zieht sich dann nach Südosten immer mehr zurück. Und dann haben wir hier im Nordosten Bayerns und Osten Bayerns diese
gefährliche Wetterlage. Zum Teil ist auch hier wieder Eisregen möglich. Ansonsten teils hohe Schneemengen, die hier fallen. Ansonsten klart es im Norden und Westen immer mehr auf. Hier sehr kalte Temperaturen. Wir sehen es, zweistellige Minustemperaturen. Und auch im Südwesten, hier kommt jetzt auch immer mehr die kalte Luft herangezogen. Im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel um die minus 4 Grad. Und nur noch im äußersten Südwesten rund um Freiburg, da bleiben wir noch bei leichten positiven Werten. Und am Tag, da versucht sich aus Süden wieder etwas mehr die mildere Luft durchzusetzen, schafft es aber nur noch am Alpenrand und am südlichen Oberrhein für Temperaturen deutlich über 0 Grad. Ansonsten bleiben wir hier im teils strengen Dauerfrost, minus 11 Grad Höchsttemperatur wohl bemerkt. Und dieses Schneegebiet, das in der Nacht hier in Südostbayern liegt, das bewegt sich dann langsam wieder nach Norden, sorgt hier in der Mitte nochmal für Schneefälle, die aber nicht mehr so kräftig ausfallen wie jetzt am Wochenende, kommen aber auch nicht bis ganz zur Küste voran. Außer in Schleswig-Holstein, hier kann es auch in den nächsten Tagen immer wieder einzelne Schneefälle geben, Schneeschauer, die von der Ostsee reinziehen. Und das liegt daran, dass hier diese extrem kalte Luft über die verhältnismäßig warme Ostsee ziehen und dann örtlich für kräftige Schneeschauer sorgen. Andernorts, wenige Kilometer weiter, kann dann schon wieder gar nichts mehr runterkommen. Und wir sehen auch hier im Südwesten kühlt es jetzt auch immer mehr ab, im Rhein-Main-Gebiet gerade noch mal so 1 Grad. Und hier kann auch mal so die ein oder andere Flocke runterkommen. Ganz so sicher ist das noch nicht. Wir schauen uns die nächsten Tage an. Wir sehen nochmal bis zu 5 Grad, das gilt aber nur für den äußersten Süden nach aktuellem Stand. Ansonsten flutet uns bundesweit die kalte Luft. Dabei wird es auch insgesamt trockener, es kann auch mal mehr auflockern. Am Mittwoch zieht dann wieder aus Süden ein leichtes Schneegebiet durch. Das sorgt dann in der Südosthälfte für Schneefälle, im Südwesten regional wahrscheinlich noch für Schneeschauer und, nee, nicht Schneeschauer, Schneeregenschauer. Und am Donnerstag nach aktuellem Stand wird uns wohl bundesweit, also bis in den Süden hinein, diese kalte Luft aus Nordosteuropa treffen und das dann an der Ostsee mit Schneeschauern und ansonsten eher trockenem und teils sonnigem Winterwetter mit sehr kalten Temperaturen. Das hier sind immer noch die Höchstwerte von teils nur minus 11 Grad und nachts wird es sehr frostig verbreitet, unter minus 10 Grad und selbst unter minus 15 Grad sind dabei möglich. Ja, aktuelle Vorhersagen findet ihr jetzt auch auf unserer neuen Wetter-App. Die könnt ihr im Google Play Store herunterladen und da seht ihr dann auch immer die aktuellen Wetterbedingungen für euren Ort, wo ihr euch gerade befindet. Ja, kommt in der Hinsicht gut durch die Wetterwoche und jetzt seid immer noch vorsichtig da, wo noch Unwettergefahren drohen. Immer gerne auch beim Deutschen Wetterdienst nach den aktuellen Wetterwarnungen schauen. Bis dahin macht es gut und bis nächste Woche.